Breaga, bitte, ihr verscheucht mir die Kunden. Pah, wer sich von euch minderwertiger Qualität nicht abschrecken lässt, den werden auch ein paar deutliche Worte nicht davonjagen. Hier, das nehmt ihr Schmiedekunst, hier, das hier nennt ihr Schmiedekunst, dass ich nicht lache. Ha! Jetzt ist es aber genug. Hört zu, ich bin euch dankbar, dass ihr mir Hand, dass ihr mit Hand anlegt. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Woher wollt ihr wissen, wann genug ist? Ich habe ja noch nicht mal richtig angefangen. Brutzuck! Wie wäre es, wenn ihr euch wieder eurem Werkstück zuwendet? Das sollte eure Aufmerksamkeit genug in Anspruch nehmen. Pa, so ein Türscharnier hämmere ich euch dann zusammen. Pa, so ein Türscharnier hämmere ich euch auch zusammen, wenn man mir einen Arm abhackt. Wenn ihr nicht langsam Ruhe gebt, dann hacke ich euch den Arm ab. Kommt doch her und probiert es aus, möchte gern Schmied. Das würde euch so passen, was? Ach, macht doch was ihr wollt, Anfänger. Was? So, und jetzt können wir mit ihm reden. Meine Talente. Ja. Und was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin, Schildkröte? Ha, bei Moradins Hammer. Euch hätte ich hier nicht erwartet. Man hört euch ja bis draußen fluchen. Was ist denn hier los? Einen interessanten Wortschatz habt ihr, Bräger. Na, ich sehe schon. Ihr seid beschäftigt. Ich komme dann später noch einmal wieder. Fragen wir ihn, was los ist. Was hier los ist? Was hier los ist? Dieses verfluchte Eisen ist los! Barschnasabulra! Damit soll man arbeiten! Pah! Das ist doch... Damit soll man arbeiten! Pah! Dass ich nicht lache! Ich kann auch nicht zaubern, Bräger! Entweder ihr nehmt das, was ich habe... Verdammtes Dreckzeug! Das einem unter den Fingern wegbröckelt. Oder ihr geht los und sucht euch euer Eisen selbst. Pah, wenn ihr nicht aufpasst, dann mache ich das auch und lasst euch mit eurem Mist alleine. Nur zu. Macht nur so weiter. Haut ab. Passt nur auf. Wird das heute noch was? Ihr wollt Eisen suchen. Wo? Ich lasse euch dann mal allein, nicht wahr? Fragen wir ihn, ob das heute noch was wird. Ist schon gut, Schildkröte. Dieses vermaledeite Zeug bringt mich einfach nur um den Verstand. Wenn man bei mir zu Hause mit solchem Eisen gehandelt hätte, hätte man die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Aber den verdammten Menschen ist das ja sowas von egal. Brutzuck. Ihr irrt euch, Bräger. Meine Freunde und ich sind auf dem Weg nach Nashtel, um in den Minen nach dem Rechten zu sehen. Können wir nicht irgendwas machen? Und was habt ihr nun vor? Sagen wir ihnen, dass wir auf dem Weg nach Nashtel sind. Ihr wollt die Minen von Nashtel besuchen? Ihr? Ihr habt doch keinerlei Ahnung von dem, was euch unter Tage erwartet. Ihr... Hört zu, Schildkröte. Offenbar haben wir das gleiche Ziel. Wir sollten uns zusammentun und die Minen gemeinsam erforschen. Ihr werdet die Hilfe eines Zwerges zu schätzen wissen. Nehmt ihn nur mit, bitte. Ich bereue es schon, dass ich ihn bei mir aufgenommen habe. Ein bisschen Ruhe würde mir gut tun. Pah, ohne mich doch schon längst aufgeschmissen, Terram. Abgemacht, Bräger. Tun wir uns zusammen. Ich hole nur schnell meine Sachen aus dem windigen Schwindler. Wir treffen uns draußen vor der Schmiede. So, gucken wir es nochmal ab.
Terrum Furium uns noch was zu sagen hat. Nein, er möchte uns immer nur noch Kram verkaufen, den wir uns nun leider nicht leisten können. So, den Zweihänder behalten wir, den Sonnenstein verscherbeln wir, das Luxaußer kann weg, der Zirkon kann weg. Ja, nochmal 41 Gold. So, ich kann schon mal mit Yahera hier wieder ein bisschen... Yahera, du solltest zaubern. Heilung verteilen. Wer braucht denn? Sie selbst braucht erstmal 4 Lebenspunkte. Kein Wunder, dass er gestorben ist. Und Khalid. So, dann gehen wir mal raus hier. Wird sofort erledigt. So, da kommt er auch schon. Ja? Da bin ich. Lasst uns gehen. So, dann schmeißen wir dafür doch Montaron raus. Entfernen. Fertig. Habt ihr mit mir gesprochen? Wie ihr wollt. Vermutlich hätte ich mich auch irgendwann mit einem Dolch entledigt. Aber bisher wart ihr mir noch einigermaßen nützlich. Oh, jetzt haben wir hier noch einen schönen Zwerg mit ordentlich Lebenspunkten. Ach ja, genau. Der hat ja... muss einmal den Zauber anwenden, weil seine Hand angeblich belegt ist. Und weil ich ihn dabei bewegt habe... Ja, genau. Dann müssen wir ihm das eben nichts weiter drücken. So, ich speichere jetzt eben nochmal und dann wechsle ich nochmal das Gebiet, um zu gucken, ob ich... eben ohne Wölfe hier an den Tempel komme, um Xar wieder zu beleben. So, vorsichtig. Ah, Wölfe. Ist das nur einer, ist das nur zwei? Wenn das nur zwei sind, geht das ja noch. Dann könnte ich mich damit anfreunden, die zu platten. Raus mit der Selbstverständlichkeit. Das ist kurz. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen mehr. So, einer ist hinüber. So ist das Menü kleiner geworden. Ja, der bringt auch ganze... Der bringt fast 500 Erfahrung. Und wo? Der bringt nur 90 Erfahrung, obwohl er viel schlimmer war. Na egal. Das ist ein Gegner, mit dem man sich... Eigentlich sollte man am Anfang so nach Möglichkeit Kreischlinge und das Zeug plätten. Ja, Kreischlinge. Hunde gehen auch noch. Kobolde sind auch jetzt nicht das größte Problem, aber ansonsten... Vogue. Wir hatten viel Schaden. Er kann besser dahin. Die Rüstung hatte nur 5. Ja, ja, dann sollten wir es wirklich haben. Mhm, den geht's noch allen gut. Den Trollener. Ist auch niemanden hier im Tempel einem hilft. So, dann sprechen wir jetzt eben noch mit ihm hier. Seid willkommen, Abenteurer auf Reisen sind im Hause Lathander immer willkommen. Wir sind bemüht, all jenen beizustehen, die sich für das Wohl der Reiche einsetzen. Wenn ihr vom Kampf erschöpft seid, können wir euch eine Reihe nekromantischer Heilung ganz nach euren Bedürfnissen anbieten. Außer dieser kleinen Spende verlangen wir keine Bezahlung. Wie könnt ihr uns helfen? Im Moment benötigen wir keine Hilfe. So, wir wollen jemanden wiederbeleben, dann zeigt es mir. Wir können hier jetzt auf das Symbol vom toten Charakter, dann können wir auf Tote erwecken drücken. Der ausgewählte Charakter wird von den Toten zurückgeholt. Das ist, im Moment kostet das 100, weil das ein Stufe 1 Charakter ist. Umso höher die Stufe wird, umso mehr kostet das auch letztendlich. Außerdem können wir hier alle heilen. Wie viel Gold haben wir denn? Ja, das geht schon. Können wir auch eben noch heilen. Und dann... Er hat eh nichts im Inventar, weil er vorhin krepiert ist. Und dann können wir ihn eben auch noch... sprechen wir ihn einfach mal an. Vielleicht geht er ja freiwillig. Nein, er hat nichts zu sagen. Dann... Wo waren das Gruppenmanagement? Charakterbogen, glaube ich. Gruppe neu formieren.